Tag sollten Sie sich aus einem anderen Ort zugeschaltet haben heute Morgen. Es gibt einfach nichts zu beschönigen. Unabhängig davon, wohin wir in diesen Krisen multipler und sich überlagernder Krisen den Blick wenden, wir werden mit der Vergeblichkeit unseres emanzipatorischen Tuns in einer Zeit der Krise existenziellen Ausmaßes konfrontiert. Ich kann, und leider muss ich es auch gleich vorwegnehmen, wir werden keine schnellen und einfachen Antworten geben können am heutigen Vormittag. Wir werden keine Inseln des Wohlbefindens und der Beruhigung anbieten können. Wir werden aber etwas Unverzichtbares tun, nämlich uns den vielen Dimensionen der Krise gewahr werden und damit beginnen, sie durchzuarbeiten. Das verstehen wir als einen Prozess bei Medico, der nur als transnationaler gedacht werden kann und mit der großen Konferenz die Rekonstruktion der Welt, die Sie übrigens immer noch auch im Internet sich anschauen können, begonnen hat. Es geht um nicht weniger also als um die Wiederbelebung des in Vergessen geratenen radikalen Erbes des kritischen Denkens. Im Namen von Medico heiße ich Sie also herzlich willkommen zum Summer Social Club, der heute mit Blick nach hinten seinem Namen alle Ehre macht. Mein Name ist Anne Jung. Ich bin Referentin für globale Gesundheit bei Medico International und leite die Öffentlichkeitsabteilung. Heute Vormittag zunächst nähern wir uns dem globalen Krisengeschehen entlang von drei Themen, die Sie auswählen können für die nächste Stunde. Eines der Themen beschäftigt sich mit der Solidarität im Dauerzustand. Er wirft einen Blick auf Fragen von Hilfe in der Corona-Pandemie und darüber hinaus. Das zweite Thema beschäftigt sich mit der sogenannten freiwilligen Rückkehr, ein Thema, was gerade während der Afghanistan-Katastrophe nochmal eine neue Aktualität gewonnen hat, unter dem Titel Von wegen freiwillig über den Trend zur geförderten Rückkehr in der Migrationspolitik. Das dritte Thema haben wir überschrieben mit Haiti, keine Schonung zwischen Erdbeben und politischer Krise. Und darin wird deutlich werden, dass in allem Sprechen und Nachdenken über Haiti es immer um viel mehr geht als um diese Insel, sondern dass diese seit Jahrzehnten andauernde Katastrophe auch Auskunft gibt über Fragen von Hilfe, über Dimensionen der Kolonialität und Postkolonialität. Dann finden wir uns alle wieder zusammen für ein Abschlussgespräch. Kritisches Denken in der Weltkrise. Dazu werde ich später ins Gespräch kommen mit Stefan Lessenich, dem Direktor des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt, und meinem Kollegen Thomas Ruthoff-Seibert, der über Afghanistan sprechen wird. Noch einen ganz kurzen technischen Hinweis zum Schluss. Sie haben alle die Hinweise, wie Sie sich in jetzt gleich die drei unterschiedlichen Foren einwählen können, per E-Mail erhalten. Wenn es irgendeine Katastrophe bei Ihnen zu Hause gibt, Sie nicht klarkommen damit, dann können Sie die Zentrale auch heute am Sonntag erreichen. Die Telefonnummer finden Sie auf der Website von Medico International. Und jetzt haben Sie noch ein paar Minuten Zeit, sich noch einen Kaffee zu holen, sich bequem irgendwo hinzusetzen, wo auch immer Sie gerade sein mögen. Und wir beginnen dann pünktlich um 11.15 Uhr mit dem ersten Forum. Ich wünsche uns allen eine fruchtbare Debatte in diesen schwierigen Zeiten. Bis gleich.